Hi, wir werden heute unseren Dieb ins Gefängnis fahren, den wir verhaftet haben. Okay, dann fahren wir mal los. Action. Oh, was ist denn passiert? Ja, unsere Tankanzeige ist rot geworden. Wir müssen, glaube ich, irgendwo tanken. Natürlich, wir können tanken. Vorne an der Tankstelle. Weißt du, wo die ist? Natürlich, bis gleich. Ah, die Tankstelle können wir nehmen. So, jetzt haben wir unseren letzten Geldtransport übernommen und fahren jetzt in die Zentrale. Oh, unsere Tankanzeige ist zu niedrig. Wir müssen tanken. Okay, dann gehen wir an die Tankstelle. Ja, oh, guck mal, die Polizei ist auch hier. Ja, dann tanken wir mal ganz schnell, bevor hier irgendetwas passiert. Aber wir sind ja in Sicherheit. Polizei ist hier. den Gefangenen müssen wir natürlich hier verschlossen im Auto lassen. Da wird schon nichts passieren, der hat Handschellen an. Und unser Fahrzeug ist echt gut gepanzert. Meilen weg, aber ich habe die gesehen. Die Polizisten sind an der Tankstelle gut abgelenkt. Ich werde sofort meine Kollegen anrufen und unseren Dieb befreien. Ich ruf mal den Roger an. Hallo, Roger. Wir müssen den Michael auf jeden Fall retten. Der ist in einem Polizeiwagen und wird zur Justizvollzugsanstalt überführt. Wir müssen die abfangen und ihn befreien. Natürlich, okay. Ja, dann tanken wir mal und gehen bezahlen. Okay, alles klar. Was mit dem Gefangenen? Ja, der wird schon nichts passieren. Ist alles verschlossen. Ja, dann gehen wir mal und holen uns auch mal ein Fläschchen Getränk. Ja. Ja. Und in der Zwischenzeit ist niemand am Fahrzeug. Juhu! Ich hoffe, die haben es nicht abgesperrt. Ich mach mal hier auf. Hey! Roger, ich befreie dich von hier. Was mit den Handschellen? Ich hab einen Dietrich. Oh, Freiheit! Yeah! Schnell, nicht so laut, nicht so laut. Oh, oh, nein, ich glaube, der hat sich befreit. Was sollen wir denn jetzt machen? Auf jeden Fall erstmal Alarm geben. Alarm, 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 Alarm. Alles klar, alle Einsatzkräfte müssen jetzt den Dieb suchen. Vielleicht hat er sogar einen Komplizen. Ja, wir haben hier ein Feuerwehrfahrzeug gekapert. Los, los, los! Wir verstecken uns auf jeden Fall hier in der Zentrale. Hier wird uns niemand finden. Kannst du einen haben? Wie? Kannst du einen? So, dann müssen wir schnell einpacken und die Jagd aufnehmen. Okay, los. Keine Zeit verlieren. Schnell, schnell, schnell. Einsteigen, einsteigen. Wer fährt? Du fährst. Haben wir bezahlt? Natürlich. Super.
Fahr mal langsam. Vielleicht können wir die hier irgendwo sehen. Guck mal nach links und nach rechts. Ah, da haben wir sie! Bleibt stehen! Schnell, raus, raus, raus! Bleibt stehen! Ihr seid umzingelt! Oh nein, die Flucht war aber ziemlich kurz hier. Ich hab dir gesagt, wir sollen woanders hinfahren. Nein, oh mein Gott. Legt ihm Handschellen an. Am besten beiden, weil da hat ein Komplizen. Wir haben aber nur eine Handschelle. Oh, das kann doch nicht sein. Wir sparen überall an allen Ecken. Demnächst müssen wir uns wieder mal... Also... Was lernen wir aus dieser Geschichte? Was lernen wir aus dieser Geschichte? Abhauen lohnt sich nicht. Immer bei der Wahrheit bleiben. Bis zum nächsten Abenteuer. Tschüss. NATO.